So, hallihallo, heute wieder Magnetfischen. Mamfi ist am Start. Ne? Den Namen hat uns einer von euch, von meinen Followern gegeben. Cooler Name, oder? Ja, wir gehen hier jetzt quasi die fette Brücke entlang. Die waren wir schon mal auf der anderen Seite. Da haben wir schon mal extrem viele Autoteile gefunden. Und wir denken vielleicht, dass hier auch auf der Seite was drin liegen sein mag, könnte eventuell. Wir werden es also gleich sehen. Seid gespannt. So, den Weg, den zeigen wir euch auch eben, wie es da hingeht. Auto ist alles vorschriftsmäßig verschlossen. Auf jeden Fall ist hier ein Trampelpfad. Ist hier ein Trampelpfad und hier werden mehrere Leute langlaufen. Den scheiß Müll hier, den werden wir auch erstmal wegsammeln nachher. Das wird natürlich lustig werden, weil es echt viel ist. So hoch ist das Wasser hier gewesen in den letzten Tagen. Das sehen wir an den Anschwemmungen hier. Wollen wir mal gucken, ey. So, die ersten Würfe zeige ich euch wieder. Viel gehabt. Wir kommen hier leider nicht ganz bis an den Rand. Das Wasser ist zu hoch. Und deswegen wird das hier auch schwer werden zu fischen wegen den Steinen. Wir sind gerne an den Steinen dran. Beziehungsweise gerne an der Brücke auch. Hier besteht aus massiven Stahlträgern. Wenn wir da irgendwie dran kommen, haben wir echt Spaß. Da bin ich schon durch hier, ne? Jetzt habe ich schon einmal ganz kurz zacken lassen da auch. Ja, die Handschuhe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Leider habe ich das schon jetzt hier, zack. Okay. Das ist das, was ich befürchtet habe, dass ich sofort festhänge. Das ist aber komisch hier, oder? Auf jeden Fall ist das massiv magnetisch. Dann wollen wir mal gucken, was das ist jetzt hier. Angelhaken. Jede Menge Anglerkrams. Alles kleine Angelhaken. Die werden wir jetzt hier wieder einwickeln. Und dann kommen hier eine Tasche. Zu den anderen Anglerkrams. Hoffentlich wickelt sich das nicht auf in der Tasche und ich habe da eine Angelhakenkrams. So, jetzt wollen wir nochmal wieder einen Wurf machen hier. Wie gesagt, hier ist heute bescheiden zu fischen. Das war schon fast an der Brücke. Das werde ich heute auch nicht so oft machen. Weil die Brücke hat es echt in sich. Zack. Im Stein drin. Ja, das war's. Der hängt fest. Wie gesagt, das ist heute hier, ist eine ganz schlechte Ecke. Man kann gar nicht genau checken, wo jetzt was ist. Probier mal jetzt nochmal den Magnet wieder freizukriegen hier. Ich zweifle das aber. Das hält gut fest. Doch! Yay! Glück gehabt. Und schon wieder fest. Ich glaube, hier werden wir nicht alt heute. Da habe ich keine Lust zu so eine Scheiße. Das Wasser ist einfach zu hoch hier an der Stelle. Und hängt schon wieder fest jetzt. Bauten fest. Und hier ist auch prädestiniert, dass ich mich reinschmeiß hier. Schön aufpassen. Ich glaube, ich mache noch einen Wurf und dann war's das, dann verpiss ich mich hier. Da habe ich keine Böcke drauf. Dann müssen wir wiederkommen, wenn das einen Meter tiefer ist. Dann weiß man genau, wo die Steine sind. Dann steht man quasi direkt an der Kante. Und dann nimmt das auch. Aber so macht das keinen Spaß.
Doch, hier. Ein Bolzen für Mamfi. Ein Bolzen für Mamfi. Jetzt bin ich natürlich angefixt. Einmal werfe ich jetzt nochmal. So. Das ist nicht weit darüber. Bisschen dumm geworfen, ein bisschen ungünstig. Hoffentlich kriegen wir den jetzt wieder an Land. Man hört, wie du über die Steine schiebst. Ja. Nee, das ist nichts. Wir kommen hier nochmal wieder, wenn das tiefer ist. Ab zur anderen Brücke. So, kleine Brücke, schnelles Glück vielleicht, wissen wir nicht. Wir wollten eigentlich eine Brücke weiterfahren, haben die hier zufällig gesehen. Also werden wir jetzt hier ganz kurz einen abfischen. Und drückt uns die Daumen. Auf jeden Fall Steine am Boden, das merke ich. Rubbel, rubbel, rubbel. Und schon was am Haken. Zack. Eine Eisenstange. Ab, die kriegt Mamfi. Mamfi hat heute jetzt ganz wenig gekriegt, deswegen habe ich ihn jetzt mal ein bisschen verwöhnt mit einem großen Stück. Das fängt dann nachher noch an zu meckern. So, was haben wir hier? Irgendwelche Vorzeichen. Also jede Menge Kleinkram für Mamfi. Aber wenn Kleinkram drin ist, kann auch was Großes drin sein. So, ein kurzer schräger Wurf. Strömung ist ziemlich stark hier, trotzdem ganz angenehm. Schon hätten wir was dran wieder. Ein Draht für Mamfi. Noch ein Draht. Und das war's. Und schön ordentlich Gülle dran. Ja, lecker. Einmal ein Wurf unter die Brücke. Natürlich rennen wir gleich noch eben rüber und machen noch die andere Seite. Da kennt ihr uns ja, wenn ihr hartnäckig. Wir sind so hartnäckig, das könnte man auch Pitbull-Fishing nennen. Oh, schon wieder jede Menge Kleinkrams für Mamfi dran. Aber nichts Aufregendes für uns. So, hier nochmal ein rein. Tara, tara. Hat hier auch nichts. Da nochmal. Wie gesagt, wir knallen das hier mal eben schnell durch, weil wir uns gedacht haben, hier wieder Stein, weil wir uns gedacht haben, sieht irgendwie interessant aus, wer weiß. Eben mal ein bisschen weiter schmeißen hier. Durch die Strömung kann das natürlich angehen, dass die Sachen weiter rausgezogen werden. Hier vorne haben wir zum Beispiel jede Menge Holz liegen und wir haben jede Menge Steine da drin anscheinend. Oder ich glaube, ich hab was. Ich glaube, ich hab was. Ich glaube, ich hab was. Jo! Eine Eisenstange, eine fette, aber wirklich. Ein dicker Apparat. Der ist draußen. Auch lackiert, war mal orange. Ich will mal gucken, ob ich das Teil hier so hochwerfen kann, damit wir den gleich auf dem Anhänger haben. Siehst du, sag ich doch, die Richtung werfen wir jetzt nochmal. Wie ihr schon seht, und heute ist das Wasser nicht ganz so hoch hier, sonst ist das wesentlich höher, sieht man ja am Wasserstandspegel da, an dem, wo es durchläuft. Deswegen treibt natürlich auch mal so eine Eisenstange wild was durch die Gegend. Da hätten wir wieder nichts. Mal ein bisschen näher dran schmeißen. Und dann rennen wir auch schon rüber. Einer hat letztes Mal geschrieben, du machst da Geräusche wie ein alter Mann. Ja, so ist das leider. Man ist ja nicht mehr der Frischeste, ne? So, Stacheldraht haben wir hier ein bisschen. Ab nach Mamfi, das war ein Volltreffer. Einen Wurf mache ich hier jetzt noch. Und dann gehen wir rüber. Siehst du, so ein kleiner Abstecher an so einer Gripsche kann manchmal doch Funde bringen, auch wenn es jetzt nicht so spektakulär war. Ich habe aber schon Sachen rausgeholt, da schlackern einen die Ohren. An solchen Stellen. Hier vorne bitte ich nochmal. Das war mein fettesten Waffenfund überhaupt.
Den habe ich auch an so einem kleinen Kanal rausgeholt. Da müsst ihr mal nachgucken, da war echt, ist echt der Hammer drin. So, tatsächlich, hier meine Frau sagt, schmeiß mal mit ihm noch so ein bisschen. Das würde ich lauter sagen können. Och, und Cash. Ha, siehst du? Hier, Cash für die Tash. 5 Cent ab in die Tash. Tja, meine Frau hat mir Cash gebracht. Oder sich selber für ein paar neue Schuhe. Gummistiefel, bitte. Sie möchte gerne Gummistiefel. Aber die müssen stylisch sein. Nein. Doch. Gummistiefel sind grundsätzlich nicht stylisch. Ja, aber mir wurde, so wurde mir das mitgeteilt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, da müssen wir jetzt in Cash für die Tash für Gummistiefel investieren. Ich habe mir auch welche geholt hier. Schön gefüttert. Und dann kommt meine Frau natürlich auch welche haben. Ist ja ganz klar, ne? Ist ja schließlich die Kamerafrau. Das Kameramädel, ne? Jeder Wurf ein Treffer nach Mampfi. So sind wir hier. So ein Wurf jetzt noch hier. Hat ja eben noch mal Glück gebracht. Hat ja noch mal Cash für die Tash gebracht. So. Und auch gleich wieder noch was. Ja. Gefunden. Und schon. Oh. Genial. Und hab schon ich wieder das nicht Cash gesagt? Für die Tash. Tja. 2 Cent und 5 Cent. Das kann ja wohl gar nicht angehen. Das ist ja wohl. Mann. Ab in die Tash. Aber jetzt, ja. Jetzt ist man natürlich wieder angefixt. Und das fügen so ein paar Cent, aber will man sich ja auch nicht nehmen lassen, oder? Also probieren wir das jetzt nochmal hier. Vielleicht gibt es dann noch ein paar bisschen Cents. Kein Cent. Auf jeden Fall was dran. Ja, aber das ist auch nichts. Das bröckelt so auseinander. Guck mal hier, das ist nur so ein Draht, der in Rost eingeschlossen ist. Rüber. Aber trotzdem, nochmal rein das Ding. Wie gesagt, die Cents haben mich natürlich jetzt heiß gemacht. Ist ja wie es ist, ne? Jeder Cent hat seine Berechtigung. Ja, aber das ist jetzt diesmal wieder nur Müll. Deswegen gehen wir jetzt rüber und machen drüben weiter. In der Hoffnung, dass wir da wieder hochkommen. Ja. Oh, stopp, siehst du. So, weiter geilert. Nächste Seite. Erster Wurf. Wie wir vorhin schon gesagt haben, man wundert sich manchmal, was an so kleinen Brücken drinnen liegt. Weil, wenn Hochwasser ist, da hätte ich schon was. Wenn Hochwasser ist, dann ist das hier eine ganze Ecke größer. Ich klopfe das mal eben auseinander hier. Nö, das ist nur Eisenkrams, nichts Aufregendes oder Erwähnenswertes. Da hätte ich schon wieder was. Hier ist weich, hier muss man vorsichtig sein. Jo. Das ist wieder eine Eisenstange. Ja. Ab nach Mampfi und Cash für die Tash. Hilfst du mir mal runter? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Nee, ist kein Cash, ist zerbrochen. War kein Tash, ich helfe dir sofort, Schatz. Mhm. So, war da geil, hat. Bisschen untere Brücke. Dann hauen wir hier gleich noch ein paar Mal einen rein direkt. Da war schon mal nix. Da mal eben hin. Ja, so werden aus mal eben schnell durchfischen, 10 Minuten, wie ihr seht. 20, 30 Minuten, wie wir hier selber sind. Aber das soll interessant sein, deswegen wollte ich hier unbedingt mal ran. Ne, das ist nur Sheetcrumbs. Was haben wir da drunter? Ne, wieder magnetische Steine. Ab nach Mampfi rein. Weiter geilert hier. Zack, zack, zack. Oh, da ist schon wieder was dran. Das habe ich so schnell gar nicht gesehen. Was ist das?
Und irgendwie sieht aus wie so ein plattgetretener. Ja. Weißt du, wie so durch diese Maschine das Geld. Aber wahrscheinlich irgendwas mit Kronkorken zu tun haben, oder? Nee, ist kein Kronkorken, das ist irgendwas anderes. Das ist wie so eine Muschel, seht ihr das hier? Das kommt mal in eine Tasche. Keine Ahnung, was das ist. Sah ein bisschen aus wie eine Muschel, merkwürdigerweise. Ja, wie gesagt, Strömung ist ziemlich stark. Oh, da hätten wir ja richtig was jetzt hier. Einmal Fragment. Zack, denn hier haben wir hier, oh, das war mal eine Uhr, glaube ich. Und dann war das eben gerade auch keine Muschel, sondern das war von der Uhr irgendein Zeichen. Keine Ahnung, welches auch immer. Seht ihr das hier? Hier haben wir noch hinten die Plastikgeschichte, wo die Batterie reingehört. Das war mal eine Uhr. Und hier, ja, das sind Scharniere, wo die auch immer zugehören. Das ist nur Grünzeugs hier. Hier haben wir noch ein bisschen was für Manfi. Ja, ja, wie gesagt, warum schmeißt einer in so einem kleinen Fluss eine Uhr? Weiß keiner so genau, ich auch nicht. So. Aber trotzdem möchte man das natürlich gerne wissen. Was hätten wir hier wieder? Einmal Baustahl. Passt nicht nach Mamfi rein. Dann haben wir hier noch einen Winkel. Zack, so ein klein. Mamfi sauber. Mamfi, nee, sauber machen, Mensch, und nach Mamfi rein. So, war da geil mit Fragmenten, Müll, könnte noch von der Uhr sein. Könnte noch von der Uhr sein. Oh, kleines bisschen zu weit geworfen, hängt am Rand jetzt im Matsch fest, aber löst sich gut. Auf jeden Fall überall Steine hier am Boden. Kleine, große, magnetische. Alles voll. Nochmal hier die gleiche Stelle eben. Ungefähr so auf der Höhe, wo die Uhr lag. Ja, da sind wieder Fragmente. Wird wieder von der Uhr sein. Vorbeigeworfen, sortiere ich gleich ein. Nochmal eben rüber hier den Burschen. Ja, durch die Strömung haben wir natürlich auch das Problem, dass wenn leichte Sachen dran sind, dass sie natürlich abrupfen und dann wegschwimmen. Ne? Oh, schon wieder alles voll. Das ist bestimmt die Uhr hier, das auch. Diesmal getroffen und das hier. Das kann man leider nicht mehr erkennen, das zerfällt. Das ist so ein kleines Kästchen gewesen. Aber auch aus Metall. Was auch immer das war. Wieder alles nur Fragmente. So, ich glaube, hier sind wir ganz so viel. Wir machen mal kurz auf Stopp. Wie viele Minuten habe ich? So, das war das letzte hier. Da kommt wieder so ein Stromkorbel durch hier, für, damit die Rinders und die Pferde und alles andere mögliche hier nicht abhauen. Zack, zack, ja, wie gesagt, so, ein, zwei Mal werfen wir hier jetzt noch und dann geht es zu einer auf jeden Fall auf der Karte wesentlich größeren Brücke, ansehnlich, größer müsste sie eigentlich sein, nö, das war auch nichts, so, letzter Wurf an der Stelle, geht gleich weiter, den ziehen wir noch mal eben raus hier.
Jo, da haben wir noch mal Draht dran hier. Ne, ein kleines Stück Baustahlstange. Ja, wie gesagt, nächste Brücke gehen wir jetzt hin. Geht gleich weiter. So, Manfi ist innerhalb bis jetzt. Proppenvoll, der kleine Bursche. Hallo, da sind wir wieder. Manfi ist gekrönt worden. Vom Allerfeinsten. Zack. Die Krone muss auch richtig sitzen, ne? So. Zack. Jetzt wollen wir mal eben das Seil sichern hier. Und dann geht das Fischen hier los. Sieht ein bisschen vielversprechender aus wie die anderen. Wir werden es gleich sehen. Erster Wurf. Wir müssen nur hoffen, dass das nur Betonpfosten sind da. Das könnte schon was gewesen sein, könnte aber auch nur hier, genau, Holz, Äste sein hier. So ein Schiedkorn. Das war also nur ein großer Ast. Den werde ich jetzt mal da hinten entsorgen. Jetzt haben wir ihn wieder tausendmal dran. Jedes Mal freuen wir uns und dann ärgern wir uns. Also, und wieder rein das Ding. Ja, wir machen das von hier unten aus, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, das von oben ein bisschen eng ist mit den Autos und so. Ja, safety first. Aber nichts, gar nichts. Wie kann das angehen hier? Da. Ah, schön voll gespritzt. Ist auch super, macht auch immer Spaß. Ja. Kleine Kante, aber das sind Steine. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Tja, Schiebturms, ne? Dreimal reingeworfen, nichts dran. Das ist immer ärgerlich. Oder erfreulich. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Natürlich freuen wir uns auch, wenn nichts drin ist. Aber hier sieht es sowieso schön naturbelassen aus. Guckt euch mal die Uferböschung an. Finde ich eigentlich ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ist eigentlich ganz schön hier. Also wir haben immer so mal so ein bisschen was, wo es hakt. Aber ich bin der Meinung, weil es sich überhaupt nicht bewegt, dass das die Steine sind. Ja. Tja. Der erste magnetische Stein für Manfi. Mach mal auf, stopp, Süße. So, ist nicht unbedingt sehr vielversprechend, aber sowas haben wir schon öfter mal gehabt. Das ist Keramik von Töpfen. Keine Ahnung, von Anglern, die das hier vielleicht mal irgendwann vergessen haben. Oder diese Keramiktöpfe, wo das ansonsten ganz genau herkommt. Kann ich gar nicht ganz genau sagen. Wir schmeißen nochmal in die gleiche Richtung. Aber früher hat man das ja auch gerne benutzt. Keramikzeugs mit Eisen mit Keramik überzogen als Kochgeräte oder als Töpfchen oder Kaffeekannen oder sonstigen Krams. So, hier haben wir jetzt jede Menge Kleinkrams dran. Da wollen wir mal gucken, was das ist. Einmal eine Dose. Zack, rein nach Mamfi. Dann ein Stück Eisenstange, Baustahl. Zack. Stacheldraht, Nagel und Schraube. Ja, da ist ein bisschen mehr so in der Richtung. Ich werde mich hier mal so ein bisschen schräg hinstellen jetzt und mal gucken, ob ich da noch irgendwie einen Wurf lande. Da vorne haben wir auch einen Steg. Allerdings ist da alles unter Wasser auf dem Weg dahin. Und da die Cents noch nicht ausreichen, um Gummistiefel zu kaufen für meine Frau. Nein. Kommen die Tage, sind bestellt. Nagel. Ja, hier ist echt schön sauber. Des Anglers Freude, des Magnetfrischers Leid, der Umwelt zugunsten. Zum Glück. Natürlich will ich auch gerne ein paar geile Sachen zeigen.
Dafür labere ich ein bisschen mehr, vielleicht gleich das ein bisschen aus. Ansonsten gehen wir gleich nochmal rüber und gucken, was da drüben so ist. Jetzt fischen wir nochmal ein bisschen am Rand. Vielleicht kann man hier nirgendwo Klong machen. Nee, zum Glück nicht. Aber von der Brücke hätte ich ein bisschen mehr erwartet eigentlich. So. Boah, überall hängt das alle Mist drin. Da haben wir wieder ein Draht. Nichts Spannendes. Aber was für Mamfi. Oh, daneben gefallen. Wieder rein. Ja, dann lösen wir jetzt mal, gehen mal rüber. Machen drüben weiter. So, einen Wurf habe ich noch gemacht. Ich glaube, ich habe was dran. Wie das ja so ist, man gibt ja nicht auf. Aber was das genau ist, weiß der Teufel. Jetzt hängt das hier im Gestrüpp fest. Okay. Ist das, hat das was mit dem Auto zu tun? Wisst ihr, was ich meine? Guck mal hier, wenn man das auseinanderklappt. Das ist irgendwie ein Unterboden vom Auto, ein Stück. Auf jeden Fall ist das verbogenes Blech. In blau lackiert. Und diese Teile hier, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ja mal vor langer Zeit viel an Autos geschraubt. Und irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Das könnte ein Autoteil sein. Jetzt bin ich schon wieder heiß. Jetzt muss es hier weitergehen. Ich wollte noch einen Wurf machen. Habe ich mir gedacht, mach mal mittig. Ich glaube, ich weiß noch nicht so unbedingt. Das mache ich jetzt nochmal. Ja, das Seitwärtsziehen ist sowieso nicht ganz so tolle. Finde ich wenigstens. Verlierst du oft was, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich oft was verliere oder gar nicht erst richtig zu packen kriege. Am besten von oben ziehen. Oben ist immer am angenehmsten. Aber gut, das geht an der Stelle nicht. Meiner Meinung nach. Aber hier geht das leider nicht. Auf der anderen Seite könnte das gehen. Da gehen wir gleich mal hoch. Da ist ein Bürgersteig. Hier hätten wir auch was. Aber das könnte auch einfach nur sein, dass da ein Stein hängt. So wie ich das vorhin schon gemeint habe. Also ich meine, dass er nur am Stein hängt. Probier das nochmal, weil es ziemlich nah hier vorne dran ist. Hat hier irgendwas dran? Nö. Gucken wir hier nochmal. Also das Teil sah schon wieder komisch aus jetzt irgendwie. Fand ich wenigstens. Also hier ist die Stelle, aber... Das werden wahrscheinlich nur Steine sein, das oder? Das sind nur Steine, ja. Da hakt sich quasi immer wieder in so einen Stein rein. Und dann rutscht der da über weg. Und dann löst sich der Stein wieder. Oder? Was hätten wir hier? Nee, guck mal tatsächlich, hier. Guck mal. War tatsächlich was dran. Was das genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Eisenplatte mit dort reingeschnitten. Hier haben wir wieder Baustahl und jede Menge kleine. Ach hier, Anglerquorms. Guck mal hier. Anglerquorms. Packen wir an der Seite, packe ich lieber nicht in die Hose, weil da ist noch ein Haken dran. Dürfen wir nicht vergessen gleich. Nick, am besten zum Euer, wollte ich gerade sagen. Warte mal, ich leg das mal hier oben auf der Brücke drauf. Zack, da liegt der Anglerquorms jetzt. Ja, dann werfe ich jetzt an der Stelle auch nochmal. Das fühlte sich echt komisch an, aber normalerweise ungewöhnlich irgendwie. Oder das ist schon so lange da drin, dass das irgendwie, dass da irgendwas drauf liegt oder so. Ja, aber jetzt ist auch weg. Jetzt hat er das nicht mehr. Aber tatsächlich dieses Eisenteil, dieser Flachstahl, der fette da eben gerade, der hat wahrscheinlich irgendwo drunter gelegen und dann habe ich das hochgewuppt und dann, ja, der ist weg. Jetzt ist die Stelle frei. Man merkt zwar noch Steine, aber nicht mehr diesen leichten Zug, den ich eben gerade hatte. Kannst du den mal da hinten so ein bisschen zwischengeworfen? Ich schmeiß mal jetzt hier so, probiere den jetzt mal schräg unsere Brücke zu werfen. Das war nicht so doll, aber vielleicht ist er ein bisschen getrieben.
Das könnte ein Ast sein. Hier haben wir wieder die Steine. Und probier noch mal ein bisschen mittig unter die Brücke zu kommen. Das ist dran, ne? Der war, glaube ich, nicht schlecht. Auf jeden Fall von der Position her. Aber auch nichts zu fühlen. Deswegen gehen wir jetzt mal rüber. Wir gehen aber unter der Brücke durch. Können wir auf der anderen Seite schön hoch und dann stellen wir uns da auf dem Fahrradweg. Da war, glaube ich, einer. Jo, wir gehen eben rüber. So war der Geilhard, wir haben schon die fette Scheiße getreten. Ja. Oh, Leute, ich sag euch das. Ganz ich Haufen voll rein. Pferdekacke. Aber soll ein Glück bringen, ne? Genau, das bringt Glück. Geh jetzt erstmal hier so schräg lang. Warte mal. Mal gucken, ob wir hier am Rand was kriegen und dann werfen wir den Magneten gleich raus. Wir haben hier gerade mit ein paar Jungs geschnackt. Normalerweise ist das nicht so hoch hier. Das ist wohl wesentlich kleiner, das Flüsschen. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nicht so viel Erfolg. Weil das eben sonst hier wohl nur ganz klein rüberkommt. Aber guck mal, wo der Magnet jetzt ist. Von der Strömung. Verrückt, ne? Also werden wir jetzt hier anfangen zu werfen. Nichts dran. Nein! Könnte schon was dran sein, kann aber auch nur ein Ast sein. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Aber es ist, glaube ich, nichts dran. War nur ein Ast, ist schon wieder abgefallen. Ich muss mir mal eben hier die Kapuze aufsetzen. So, weiter Geilhard. Anscheinend einen neuen Auspuff gekauft und hat den erstmal ausprobiert. Vier Zylinder sind jetzt nicht so ganz mein Ding vom Klang, aber hat sich irgendwie lustig angehört. Aber hier war 50, ich glaube nicht, dass das 50 waren. Aber Childs, ne? Scheiß was drauf. Wieder, da kömmt nichts. Wahrscheinlich hören können. Da kömmt nichts, da kömmt nichts, da kömmt nichts. Oh, ich glaube, da hätte wie was. Aber es kann auch was von der Brücke sein. Fühlt sich nämlich extremst schwer an. Ja, der Magnet haftet auch nicht. Keine Chance. Ist bestimmt irgendwie so ein Rohr oder so irgendwas anderes, was da überwegkommt. Auf jeden Fall zu vermuten. Also irgendwas ist das. Jetzt ist es wieder ab. Das war höllisch schwer, höllisch schwer. Ja. Sowas von dermaßen. Das bewegt sich auch nur ganz leicht. Der Magnet rutscht da entlang. Zack, wieder ab. Trotzdem will ich natürlich gerne wissen, was das ist jetzt. Komischerweise hält der Magnet nicht. Entweder schwach magnetisch oder eben ganz glatt und dreckig. Zack, wieder ab. Oft hat man so ein Gefühl, wie das jetzt hat bei Einkaufswagen oder auch bei Tresoren. Aber da hat man auch keine Chance, die kriegt man auch nicht raus. Auf jeden Fall nicht alleine oder mit dem Magneten, ja! So. Alter Schwede! Puh. Jetzt hat er sich wahrscheinlich verhakt. Das ist auch kein Tresor. Dann ist das eher ein festgesogenes Fahrrad oder ein Einkaufswagen. Verhaken ist immer scheiße.
Wollen wir probieren hier? Wir haben's! Ach, alter Schwede. Guck mal, wie der so in der Strömung surft. Das hat Gewicht. Wir müssen nochmal eben rüber rennen hier. Warte, ich zieh. Ja. Scheiße. So, ich muss euch kurz auf den Stopp machen. Und da ist er wieder. Das passt nicht in den Eimer. Alter Schwede, hä? Ja, das passt nicht in den Eimer, das ist für Mampfi zu viel. Ja, dann ist Mampfi voll bis an den Rand. So, hammerhart. Unser erstes richtig fettes Stück für heute. Alter Schwede. Da haben wir wieder ein Schwergewicht. Habe ich gefühlt. Habe ich gefühlt am Magneten, dass das so ein Scheißteil ist. So, gleiche Stelle nochmal. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Man weiß ja nie. Können ja auch zwei Teile sein. Möchte ich eigentlich nicht so gerne, aber ich bin eben hartnäckig, dann ist das eben so. Aber da ist nichts mehr, das war nur das eine Teil. Ja, hat sich an der Wand so angefühlt wie so eine Torwand oder sowas. Und ja, das war schon wieder Hardcore-Kram. So, weiter geilert. Ja, von oben fischen ist mehr mein Ding, kann ich einfach nur so sagen. Ja, hier kriegen wir den Magnet noch nicht weiter ran, wegen der Strömung. Müssen wir das rausziehen. Müssen wir ihn da fallen lassen. Und dahin treiben lassen. Und dann sehen wir, ob wir irgendwas dran kriegen oder nicht. Oh, da ist schon wieder was. Aber das fühlt sich schon wieder so komisch an. Aber es hält auch nicht. Das ist ja so ab. Wieder zurück. Wieder rein in den Burschen. Gucken. Ja, da hat er keinen Halt. Der rutscht da so ab von. Könnte natürlich noch irgendwie so eine Riesenplatte sein. Kann aber auch nicht. Nee. Das ist was anderes, glaube ich. Werden wir gleich sehen. Einmal wieder. Zack. Hierfür bist du hartnäckig. Klar, bis zum bitteren Ende. Wir werden gleich nochmal probieren, das andere Stück noch zu lösen. Aber erstmal fischen wir den Rest jetzt ab hier. Und dann sehen wir ja. Aber wie gesagt, die Strömung ist ziemlich stark. Ab der Entfernung hier muss man den Magnet noch mal neu reinschmeißen, hier direkt an der Brücke. Dann treibt er da quasi lang.
Und seht ihr hier, ist schon wieder genau das gleiche wieder vorne. Entweder ist das wieder so ein Riesenteil oder es hat tatsächlich so eine Unterwasserleitung irgendwie. Hat man ja auch oft. Vorne ist auch so ein gelbes Schild. Ja, da war nix. Da war nix, gar nix. War da geil, hat? Ja, fette Scheiße. Ist auch passend. Ja. So, da könnte auch was sein, kann aber auch nur ein Ast sein. Ne, ist auch. Könnte tatsächlich hier so eine Leitung langlaufen. Und mal ungefähr auf der gleichen Höhe. Und dann hat man echt ein Problem, den Scheiß da rauszukriegen. Mit Magneten. Wenn die Leitung richtig weiter oben liegt, dann hat man richtig Spaß. Aber es sind noch keine Rückstände am Magneten. Also, das wird eine Leitung sein. Jetzt schmeißen wir nochmal die Leitung ab. No, und voll durch die Scheiße. Bringt Glück. Aber keine Scheiße ist nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Dann wollen wir nochmal gucken, ob das tatsächlich eine Leitung ist oder nicht. Ja, das ist überall an der gleichen Stelle, merkt man, dass da was ist. Dass keine Anhaftungen an Magneten sind, kann man also echt davon ausgehen, dass da irgendwie irgendwas am Start ist. Also eine Leitung, ne? Weil der Magnet, da rutscht auch so entlang, der hat überhaupt keinen Grip. Ja, das können wir vergessen. Das ist nur eine Leitung gewesen. So! Dann werde ich mich für heute von euch verabschieden. Ich werde euch noch mal eben Mamfi zeigen. Also wir waren schon erfolgreich. Plastikscheiße hier. Jede Menge Metallkrams. Jede Menge. Und anderen Scheiß natürlich auch. Und diese riesen Metallplatte da hinten. Die haben wir auch noch fit gemacht. Raus aus dem Wasser, der Kack. Ja, guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao. Goodbye, Leute.